fang an. Ein Hauch von Abendessen. Servus. Guten Morgen, guten Mittag oder auch ganz kurz, mein Lieben. Es ist nur ein Glas. Heute um 19 Uhr. Ola Kala Return Drop. Wer da nicht vorbeischaut, der macht alles richtig. Geh mal bitte zurück in die Küche. Frag mich bitte nicht, was mit dem Display passiert ist. Ich hatte da neulich einen kleinen Nervenzusammenbruch, als ich in der Zone war. Alexa ist unter anderem auch auf TikTok tätig. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Ach, du willst mir sagen, dass deine nicht cringe sind? Ja, also... Warte kurz, hier, guck jetzt das Video, ich beweise dir das Gegenteil. Oh Gott, nee. Bad bitches is the only thing that I... Das reicht auch schon wieder. Du kannst im Prinzip... Man findet immer cringige Sachen, wenn man was finden will, Mann. Aber die cringigen Sachen sind doch die witzigen Sachen. Jetzt weiterkochen. Ach echt? Ja? Ich komme aber zwischendurch kurz nochmal zu dir, um eine Karotte zu schneiden. Jetzt schmeckt das natürlich wie Sau. Nenn einfach irgendjemanden, der dir gerade in den Kopf kommt. Franzi. Franzi, meine allerjagutsten. Das ist es mal wieder. Wenn du hässlich bist, dann trag bitte kein teures Parfüm, weil sonst drehe ich mich komplett umsonst nach dir um. So ging es mir mit dir genauso. Liebe Leute, die Gesellschaft. Das so, alle so. Oh, ich habe das Video gesehen. Wie kann man denn so besoffen sein, dass man nicht rafft, dass da Salz drin ist? Ah, die hat wahrscheinlich sich die ganze Zeit im Handy selbst angestarrt und dachte sich so, ah, so cute as fuck. TOS, was ist TOS? Scheiße. Scripted in Motherfucker. Und Leute, ihr wisst es, wenn es eine Sache gab, die ich in meinem Leben schon immer sehr, sehr gut beherrschte, dann ist es die Kunst der Mathematik. 8x19. Weiteren Millionen, 48 Billiarden, 46 Billionen, 490 Milliarden, 258 Millionen. Imagine, man kann das, das ist echt krass. Richtig! Der Typ war schon immer mein Vorbild. Ich muss mich kurz in der Küche abreagieren. Wir waren stehen geblieben dabei, dass ob die zweiwöchige Drehpause in dem Video sich positiv auf das Video aus... Ah komm, die sind schon ein süßes Paar. Oh, direkt das als Hintergrundbild. ...werden wird wahrscheinlich auswirken. Langsam verstehe ich, warum ihr in Depressionen verfallt, während ihr meine Videos guckt. Macht euch bitte gar keinen Stress. Meine Freundin ist seit über einer Woche im Urlaub und ich habe aufgehört, Pornos zu gucken. Ich freue mich, mich mit ein paar TikToks ablenken zu können. Digga, man kann diese Plattform nicht mehr benutzen. Es ist unglaublich. Egal, ob ich auf Instagram gehe oder auf TikTok, ich sehe nur TikTok. Unabhängig davon, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh. Ich habe mit Ron die letzten Tage gesprochen. Er meinte zu mir, yo Bro, ich habe es jetzt auch eingesehen. Ich werde jetzt ein bisschen... Was ist das für ein TikTok? Da steht nur das hier und das ist wahrscheinlich, um zu zeigen, was für eine Ausstrahlung sie hat, oder? Das ist es. Ich habe mit Ron die letzten Tage gesprochen. Er meinte zu mir, yo Bro, ich habe es jetzt auch eingesehen. Ich werde jetzt ein bisschen weniger trinken. Ich werde ein bisschen entspannter machen jetzt in der nächsten Zeit. Oh, Hallöchen. Sag Feline. Feline. Wie sie geschrien hat. Feline. Es ist wirklich Feline. Oh mein Gott, mein Hals. Feline. Digga, Ron ist denn? Woran hat es gelegen? Ich find's wirklich und sehr, ist sehr am Arsch, gut, ey. Dass Ron ist denn hier so am Arsch schon. Ich liebe es, romantische Sachen nach dem Sex zu flüstern. Ey, I swear, Katja sieht inzwischen so anders aus. Naja, wenn sie glücklich ist. Hey. Geh nach Hause. Absolut, Katja. Das gleiche sagt Alexa auch immer zu mir. Staying that I like. Naja, wisst ihr, wenn ich mir nicht gerade die neuesten ASMR-Videos zum Entspannen angucke, gucke ich mir meistens... Was da für eine Vielfalt auf Twitter, TikTok vorhanden ist, ist echt unglaublich. Entweder du hast gefühlt Sachen, wo du weißt, warum das TikTok... da existiert. Oder du hast dann das Video mit dem, wo der, I guess, in der Höhle unterwegs war? Nee, TikTok hat echt so viele coole Videos, actually, ne? Also Real Talk. Ich glaube, es kommt auf euren Algorithmus an. Wenn ihr einen doofen Algorithmus habt, dann wird euch halt einfach leider nur Bullshit angezeigt. Und ich glaube, man kommt auch relativ schnell in diesen doofen Algorithmus rein. Ich hatte den einmal und hat mir so, seitdem habe ich auch eigentlich nicht mehr viel auf TikTok gechillt. Davor hatte ich einen richtig coolen, also einen richtig, richtig coolen. Ich habe richtig nice Videos angezeigt bekommen, die einfach witzig waren. Und jetzt... Digga, das ist unglaublich. Ich schwöre auf alles. Leute, ich mache TikTok auf und es kommt irgendein Content von... Wegen seinem Algorithmus. Dein Algorithmus ist am Arsch. Der sieht nur Brüste. Ja, wie soll ich denn damit entspannen? Ja,
Und ich bin jetzt in letzter Zeit auch öfter mal hergegangen und hab gesagt, du, ich will mal wieder ein bisschen was für meine Fitness tun. Würde ganz gerne hin und wieder ein bisschen joggen. Da bin ich jetzt einfach mal hergegangen und habe mir so ein paar Jog-Tutorials reingezogen. Das sind die neuen Schuhe, ja, hier von Nike. Die sind verboten vom Olympiakomitee, weil man mit diesen Schuhen, ich merk's schon, 5% schneller ist wie ein normaler Mensch. Wegen diesen Spikes und dem speziellen Design. Und da ist man so schnell und ich lauf schon. Es ist nur ein Glas. Ja, Frau. Alter. Dem geht's gar nicht gut. Wie rot ist er im Gesicht geworden? Also jetzt mal ernsthaft, wie rot ist er im Gesicht geworden dabei? Oder ist er immer so rot? Im Gegensatz zu seinem Bein? Diesen Spikes. Es ist nur ein Glas. Ja, Frauen in leicht bekleideten Kleidern. Leicht bekleidete Frauen. Bottega Boots, Front Kick auf dein Plexus. Latina gibt Kuss, sieht aus wie Santa. Don't worry. You don't have to stay in here much longer. Ja, scheiß drauf. Liebe Leute, sehr, sehr geil. Danke fürs Zugucken bei dieser Episode. Liebe Leute, wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schreibt mir den Daumen jetzt im linken Ohr und auch natürlich. Um 19 Uhr gibt's den Ola Kala Return Drop. Wer da vorbeischaut, hat wirklich überhaupt keinen Geschmack. In diesem Sinne, verpisst euch! Minderjährig aus. Du stehst auf deine Kinder, damit sie zu dir Daddy sagen können. Ich glaube, ich war das ganze Video immer nur... verstört. Ich war verstört.